Die letzten beiden Saisons stand Martin Rueda noch für Lausanne Sport an der Seitenlinie. Dabei gewann er mit den Lausannern das letzte Gastspiel im Stade de Suisse gleich mit 3:1. Sein ehemaliges Team ist heute sehr defensiv aufgestellt, steht allerdings nicht nur hinten rein. Beispielgefällig Schaxi und Mussilou beinahe mit dem 1:0. Marco Wölfli im Ibe-Tor reagiert glänzend. Sonst spielt in der Anfangsphase nur Ibe. Ein langer Ball in Richtung Raimondi. Und der haut einfach mal drauf. Damit hat wohl kaum jemand gerechnet. Die Zeitlupe zeigt, wie knapp das war. Lausanne-Hüter Debonnaire auf der Hut. Und gleich wieder im Fokus beim anschließenden Eckball. Wieder klärt Debonnaire, diesmal gegen den Kopfball von Alain Neff. Weiter steht es 0:0. Nach 20 Minuten wagt sich auch Lausanne wieder in die Offensive. Facchinetti sorgt für etwas Unruhe im IB-Strafraum. Lausanne nun mit einem Zwischenspurt. Marazzi zwingt Wölfli zu einer starken Parade. Inzwischen muss Martin Rueda froh sein, mit seinem Team nicht einem Rückstand hinterher zu laufen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit baut IB wieder mehr Druck auf. Aber auch Scott Sutter bringt den Ball nicht an Debonnaire vorbei. Dort muss er doch rein, der Ball, scheint Alexander Farnery zu sagen. Doch in der ersten Halbzeit fallen keine Tore. Nach einer Stunde Eckball für Ibe. Oyala und dann Bobadilla. Nein, wieder nichts. Ibe muss weiter auf das 1:0 warten. Auch dank der tollen Leistung von Lausanne-Hüter Mathieu Debonnaire. Für Rueda ist es zum Verzweifeln. Aber die Berner können ja noch auf die IB-Viertelstunde hoffen, ab der 75. Minute. In den bisherigen 6 Spielen hat diese allerdings noch keinen Torerfolg gebracht. Warum nicht heute? IB bemüht und mit viel Einsatz. Hier der eingewechselte Frei. Doch weder er noch Farnerud finden in der dichten Lausanne-Abwehr die Lücke. Die Waadtländer wollen den einen Punkt und stellen sich nun nur noch hinten rein. Entsprechend eng werden die Räume vor ihrem Tor. Lausanne-Trainer Russe scheint den IB-Aufwärtstrend doch tatsächlich stoppen zu können. Die Nachspielzeit. Und noch einmal die Berner. Bobadilla mit dem Matchball. Doch zu unplatziert sein Abschluss. Systematisch für die fehlende Kaltblütigkeit der Berner, denen langsam aber sicher auch die Kräfte ausgehen. Die Partie endet torlos. Ibe und Trainer Rueda müssen sich vor 17.000 Zuschauern mit einem 0:0 begnügen.